Dann schreiben wir den 29. Ingrim, 16. Stunde des Tages, und ihr betretet gerade wieder die Alanfaner Gasse und eure kleine, sichere Bleibe der diplomatischen Unterkunft. Neben euch, mit euch den Krug, ihr seid wieder zurück durch das Goldene Haus geführt worden und an den Schreiberlingen vorbei. Euch wurde selbstverständlich das Schreiben von Xeran wieder ausgehändigt und mit pochendem, klopfendem Herzen konntet ihr so mit dem Heiligtum wieder zurückkommen. Was wollt ihr tun? Das ist erstaunlich gut gelaufen. Abelmeer, das hast du sehr gut gemacht. Nun, ich bin froh, dass ich euch nicht enttäuscht habe. Ja, ich bin auch froh. Gehen wir jetzt los und befreien den Idioten. Ja, müssen wir wohl. Ja, wunderbar. Aber erst sollten wir uns noch ein paar Informationen besorgen. Voltax wollte doch eine Wand. Es wäre gut zu wissen, welche Wand. Ja, das wäre gut. Vielleicht sollten wir einfach noch einmal Geld in die Hand nehmen, um möglichst viel zu erfahren. Vielleicht sollten wir einen Gardisten bestechen, um zu wissen, in welcher Zelle er ist. Vielleicht sollte das irgendjemand machen, der unauffällig ist. Nicht ich und nicht Raffin. Naja, Sulamin ist auch nicht unauffällig. Ja gut, das stimmt, die ist sehr hübsch. Und ich habe kürzlich gehört, jemand hat Wetten sehr viel Geld gewonnen. Na gut, dann mache ich das. Kurtan, bezahl den Mann. Ja, Kurtan, bezahl den Mann. Nun, dann lasst uns aufbrechen. Ja, was? Aber nein, das ist ihr doch alleine. Das ist doch der Punkt. Aber genau. Ihr habt alle verstanden. Ich habe eine Nachricht empfangen, als wir im Haus waren. Ja. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Gut, dann gehen wir eben mit ihm mit und halten uns bereit für einen Eingriff. Und wenn wir die Mistkröte, die Bucklige, dann noch mitbekommen, umso besser. Gut. Sulamin, welche Nachricht hast du im Haus bekommen? Und bist du dir sicher, dass es keine Einbildung oder dämonisches Machwerk war? Ich bin mir sicher. Können sehr überzeugend sein. Ja, offenbar. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was ihr mit dieser Flamme. Ja, ich wollte nur Licht machen. Ich kann ja diesen Flimflam nicht. Das ist die schlechteste Lüge, die ich je gehört habe, aber darum geht es jetzt nicht. Es ist keine Yalan, schlechte Yalan Lüge. Ließ mich wissen, dass Xeran hier sei. Aber nun, das wird sich ja wohl rausfinden lassen, ob er wirklich da war oder nicht. Wer weiß Yalan das denn? Er ist doch im Knast. Ja, meine Güte, können wir jetzt einfach uns hier hinsetzen und warten, bis Kurtan wiederkommt. Ja. Bin ich gut. Nun gut. Haben wir eine Gassenwissenprobe, bitte? Schwarze Lande zählen natürlich. Habe ich leider nicht. Kontakte zählen nicht wahrscheinlich. Ja. Ich hab's jetzt nicht mit reingenommen, also. Ja, insofern. Brauchst du nicht. Es ist kein Problem, du weißt, weil du mit Zulamin kurz vorher schon davor standest, dann auch, wo das Ganze ist. Kannst dich durchfragen und stehst dann vor einer Wache, noch vor dem eigentlichen Gefängnis, der dich betrachtet und mit seiner Hellebarde dann vor dir so ein bisschen herumspielt. Gelangweilt, aber interessiert, auch vor allem, wenn er an deinen Geldbeutel guckt. Nun, mein guter Mann. Ja, hallo. Er hält die Hand auf. Ich sehe schon, ihr habt Interesse. Ich würde ihm erstmal 5 Dukaten in die Hand geben. Oh, das ist aber viel. Er stellt die Hellebarde neben das Gefängnis. Ja, so, was kann ich für euch tun? Bierchen? Nun, ich suche jemanden, der kürzlich in dieser Stadt verlustig gegangen ist. Ich beschreibe mal Jana. So groß etwa, kräftig gebaut. Ist das der vom Oberst reingebracht worden ist heute Morgen? Oh, das trifft wahrscheinlich auf ihn zu. Wo ist er denn und warum sitzt er hier? Das sind relativ neue Informationen. Hui, ich dachte, es ging um irgendwie Piraten oder sowas, die ich da rausholen soll. Hätte ich auch machen können. Soll ich einen Piraten wirklich rausholen? Nein. Was wurde ihm vorgeworfen? Ach so, Mord habe ich mitbekommen. Er hat eine Paktiererin im Raya-Tempel umgebracht
und den, ich glaube, dem der Proprier, der ist verschwunden und ich weiß nicht, ob er tot ist, aber man klärt das einfach als Mord, also. Nun gut, ich vermute, diese Morde werden ihm vorgeworfen. Gibt es eine Geldstrafe, eine Kaution, die man zahlen kann? Normalerweise sicher, aber nee, ich glaube, das hat, wie gesagt, der Oberst hat sich ihm angenommen und wenn der mal reagiert, der kennt ja die wenigsten Männer und eigentlich arbeitet er sowieso nie, sondern er ist immer nur in der Arena, aber wie gesagt, Kommandant Gero Siebenstedt, wenn der mal selber rangeht, der war schon ziemlich hochrot, also ich glaube nicht. Soll ich mal fragen? Ihn selber? Nein, ich nicht. Nein, ich meine, ob man ihn freilösen kann. Ja, das wäre gut. Keine Aufmerksamkeit? Ach, wenn ich frage, warum soll das Aufmerksamkeit erregen? Ich würde nur mal 10 Goldstücke in die Hand drücken. Danke. Ich muss die Leute ja auch im Inneren bezahlen. Natürlich. Lässt seine Hellebarde einfach da stehen, geht dann hinein, kommt nach ungefähr 3 Minuten wieder. Und von den Dukaten siehst du nichts mehr wieder. Er grinst. Ja, nee, also das mit der Auslöse wird wohl nix. Der ist schon weg. Wo ist der hin? Wurde er weggebracht? Ja, Xeran selber war hier. Also er ist auch nicht wieder rausgekommen. Die sind verschwunden. Ich habe auch Xeran gar nicht gesehen, aber im Inneren heißt es, dass er weg ist. Xeran war hier mit seinen Magiern, ist dann wieder weg, verschwunden. Und der Goldhand ist jetzt auch weg. Die sind beim Herlager. Heißt es zumindest. Aha. Gut, danke. Er hält die Hand auf. Ja, ich drücke ihm nochmal 5 Dukaten in die Hand. Danke. Hätte ich nicht gedacht, dass du mir das noch gibst, aber hey, super. Ja, wir haben uns nie getroffen. Ach so, ja, nee, natürlich nicht. Hey, kann ich dir noch irgendwie helfen? Soll ich irgendwen umbringen für dich? Nein. Sicher? Nein. Vielleicht später. Wie ist dein Name? Ihr könnt mich Timoron nennen. Falls ich etwas für euch habe, sage ich euch Bescheid. Jawohl, mein Herr. Hier nicht, wa? Was? Ja, ich entweder hier oder irgendwo in der Stadt, aber meistens hier. Gut. Nun, dann wünsche ich euch viel Spaß noch in dieser Stadt. Ja, hab ich. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht irgendwie zu einer Taverne begleiten soll? Nein, danke. Okay, dann hoffentlich bis bald. Bis dann. Wow, was für ein Vollidiot. Gib dir mir aber nochmal Geld. Das ist ja nicht mein Geld, insofern ich hab's gewonnen. Ja, ich gehe dann zurück zu den anderen. Nun, wie es scheint, ist Jala nicht mehr in der Stadt. Oh, konnte er ausbrechen? Was? Ha, ha. Wo ist er denn? Xeran kam ihn holen. Oh. Persönlich? Wie es scheint, ja. Mit 2 Magiern. Die Wache erzählte irgendetwas von einem Heerlager. Gab es nicht ein solches in Flusswacht? Mhm. Ja, das haben wir gehört. Er ist extra deswegen hierher gekommen? Das war sicher nicht nur wegen dem Aufruhr in der Arena. Moment. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass Jalan dicht gehalten hat? Ja, und genau. Xeran war hier, während wir im Goldenen Haus waren. Hätte Jala nicht dicht gehalten, wären wir nicht aus diesem Haus rausgekommen. Da verschulden wir ihm viel. In der Tat. Ja, aber er wird immer für seine guten Freunde gefoltert. Das passiert schon mal. Nun, was wollen wir tun? Wir haben diese Schale, einen Auftrag. Naja, als erstes muss erstmal dieser komische Krug zu diesem Jungen. Zu den Quellen in Ilsur, richtig? Ja, ich weiß nicht, wo der Junge da ist, aber ich nehme an, irgendwo bei den Quellen, ja. Wir können nicht erst dorthin gehen. Wer weiß, was sie in der Zwischenzeit mit ihm machen. Aber wir können den Krug auch nicht zu Afax und Xeran bringen. Nein, das wäre ganz falsch. Vielleicht müssten wir uns aufteilen. Vielleicht müssten einige von uns nach Ilsur gehen und der Rest kundschaftet bereits das Lager aus, um zu schauen, ob er noch lebt. Eine ganz schlechte Idee. An diesem Punkt sollten wir uns nicht aufteilen. Zumindest nicht in 2 gleich große Gruppen oder so etwas. Aber Isarun, wie weit ist Ilsur denn fort von hier?
ganzes Stückchen. Also ich würde sagen, 2 Tagesreisen zu Fuß. Nun ja, wenn man die Wege nimmt. Auf dem Hinweg haben wir ja uns eher querfeldein durchgeschlagen mit unserem einheimischen Führer. Normalerweise, also die Straße, die würde jetzt erst in Richtung Westen führen und dann nach Norden abbiegen nach Ilsur. Eigentlich würden wir das Schiff nehmen, aber Flusswacht liegt dann weiter im Westen, nicht wahr? Richtig. Da müsste man von dieser Kreuzung, die nach Ilsur führt, noch weiter nach Westen gehen. Erinnert ihr euch noch, was ich Freisorg gesagt habe, als wir auf dem Schiff waren? Nein, ja, vieles zu ihm gesagt, Boltax. Ich habe wirklich nicht an jedes Kinkerlitzchen erinnert. Ruft uns doch noch einmal auf den Plan. Naja, das war in der Diskussion, was er nun machen möchte. Und wie wir ihn eventuell nach Ilsur bringen können oder nach Mendena, wo er denn hin möchte. Und ich hatte ja gesagt, es wäre nicht so die große Schwierigkeit, ihn mit Hilfe der elementaren Kräfte, ja, transportieren, wie ich es hin und wieder einmal tue. Ah. Ach so, ja, müsst ihr da nicht wissen, wohin ihr geht? Ja, aber das weiß ich doch zu den Quellen. Ihr erinnert euch doch. Aber 2 Tagesreisen? Wir müssen auf jeden Fall noch näher ran, oder? Ja, ich möchte nicht in dieser Stadt. Oh Gott, ich möchte nicht in dieser Stadt. Ja, eben. Nein, das hat mir in Wahrung gereicht. Das war höchste Not und ich möchte es trotzdem nicht noch einmal wiederholen. Aber wenn wir ein wenig aus dieser Stadt herauskommen würden, ich könnte den Krug an mich nehmen und mich ein wenig mit ihm vertraut machen und dann mit Hilfe der Elementare natürlich zu den Quellen reisen und den Krug überbringen. Ja, müsste allerdings wissen, dass du kommst. Ja, das wäre ganz gut. Das kann ich übernehmen. Aber wird es dann so lange dauern? Oh, ich brauche für die Reise an sich weniger als ein paar Wimpernschläge eigentlich. Ihr habt das ja beide schon mitgemacht, Ilarun und Sylamin. Das geht ja wirklich. Ja, ich dachte nur, weil es so viel weiter ist. Nein, das kriege ich auch hin. Aber ich müsste dann etwas Ruhe und Kraft tanken und vielleicht den einen oder anderen Astraltrank in Ilsur trinken. Ja, ich habe noch welche hier. Nehmt den, beziehungsweise, ja, doch. Das ist auch ein ganz guter. Würden wir den Krug mit zum Heerlager nehmen, müssten wir Leatmon auf jeden Fall Bescheid sagen. Aber ich denke, so macht es keinen großen Unterschied. Das ist das, was ich euch anbieten kann. Je nachdem, wie stark der Trank wirkt und wie fit ich dann bin, bin ich ein paar Minuten bis ein paar Stunden wieder bei euch. Das hängt natürlich ganz davon ab. Wie findet ihr uns? Naja, ihr wartet. Wir dürfen uns nicht wegbewegen. Richtig, ihr wartet an dem Punkt, wo ich euch verlasse. Das bedeutet, wir brechen erstmal mal aus der Stadt auf und gehen mindestens bis zu dieser Kreuzung und suchen uns dort ein sicheres, nicht verseuchtes Fleckchen. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Wie kommen wir aus der Stadt heraus? Ich habe meinen Passierschein. Exzellent. Ja, wieso fahren wir nicht einfach aus der Stadt raus? Sind wir schneller und hat Ugdans Schiff wenig genug Tiefgang, um den Fluss hinauf zu rudern? Ja, müsste man ihn selber fragen. Ist der Fluss nicht verseucht? Ist das nicht sehr gefährlich? Ich würde das auch nicht machen. Ja, aber die Stadttore sind streng kontrolliert, der Hafen nicht. Der kann uns ja hier rausfahren und dann am Rand absetzen. Ist es den Leuten nicht egal, was man hinausbringt? Naja, beim Reinkommen durften wir keine Waffen haben. Mhm. Jetzt haben wir auf einmal welche. Verstehe. Muss nur der falsche Wachmann stehen. Und wir haben auf einmal ganz neue Freunde. Und Mira ist auch schon an Bord. Und unsere Sachen. Natürlich könnten wir die holen, aber wenn der Hafen weniger gut bewacht ist, klingt er wie die bessere Option. Dabei bin ich mir allerdings nicht sicher, aber Ugdan wird das wissen. Vielleicht können wir uns auch einfach nur auf die andere Flussseite rudern lassen. Ja, das kann Ugdan ja trotzdem machen. Ja, vielleicht einfach
aus der Stadt hinausrudern, dann entweder nach Norden oder nach Süden. Naja, er kann uns ja eine halbe Stunde nach oben fahren und dann steigen wir aus seinem Boot wieder aus. Das ist ja kein Aufwand. Jedenfalls, Boltax, es wäre eine große Erleichterung, wenn ihr den Krug nach Ilsor bringen könntet. Das kann ich machen. Das dürfte keine Probleme darstellen. Wird dem Elementarherrn des Humus auch sicherlich Freude bereiten, wenn ich den Krug seiner Tochter zurückbringe. eine Frage. Das ist jedoch alles dämonisch verseuchter Boden, richtig? Nein, nicht zwangsläufig. Ich denke, es wird besser werden, wenn wir uns von der Stadt entfernen. Und vielleicht müssen wir uns ein wenig umsehen, dass Boltax eine Stelle ausfindig macht, wo es weniger übel ist. Ja, nur folgende Frage. Weil du ja dieses heilige Artefakt dabei hast. Wenn du dann auf so eine dämonische Stelle triffst. Könnte es sein, dass es ihn schützt. Oder vielleicht geht auch unser Artefakt kaputt. Das Artefakt wird nicht so schnell kaputt gehen. Die heilige Lindegard hat es einem Dämon über den Schädel gezogen. Und ein Teil des Wunders war es, dass er nicht... Erinnert euch an den Baum. Den wir nicht zu viert vernichten konnten. Den, der seine Wurzeln bis in die Niederhöllen wirft. Ja, ich hatte nur keine Zeit. Ja, aber wenn jetzt so einer auf dem Weg steht... Dann tragen die Elementare mich um ihn herum. Ja, dann ist doch wunderbar. Den Weg, gebe ja nicht ich vor. Ich lasse mich von den Elementaren tragen. Das ist praktisch so, wie wenn ihr einem Flussschiffer sagt, ich würde gerne von... Genau, dann rudert ihr euch auch nicht auf die Sandbänke. Richtig. Ja, dann lasst uns aufs Schiff gehen und hier weg. Ja. So könnt ihr nach kurzer Zeit, nachdem ihr die gepackten Sachen auf die Schiffe gebracht habt, was ihr natürlich im Vorfeld schon arrangiert hattet, dann bei Ogdan Sturmfels stehen. Er hat selbstverständlich alles soweit bereit gemacht. Die Soldaten, die Sklaven werden anfangen zu rudern. Und nachdem ihr einige Unkosten bei einem der Männer am Hafen bezahlt habt, ohne weitere Fragen aufbrechen. Ihr werdet gerudert, die Tobimora nach oben, die Schwarz von den Verwesungen von Yol Gurmak her fließt, an Wahrung nicht ganz vorbei, aber vor allem an Eslamsbrück, sodass das Unwasser von Charybdoroth auch unabhängig von der blutigen See euch entgegenströmt. Die Ruder werden alle halben wieder einmal ausgetauscht, aber ihr macht euch auf den Weg.